Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Shin Megami Tensei 3. Wir sind jetzt in diesem Turm. Mir ist gerade gesagt worden auch, oder beziehungsweise vorhin geschrieben worden, danke, der steht immer wieder. Der wird ziemlich lange dauern. Und er sieht halt auch danach aus, wie er lange dauern wird. Jetzt sollte man eigentlich... Sinnvoll wäre es, glaube ich, wenn wir mal rauslatschen. War eigentlich... Verdammt, ich weiß nicht, ob da noch ein Portpunkt war irgendwo. Wo war mir da? Warte mal, habe ich mit dem gar nicht geredet? Komm, über Lust, näher kommst du im ganzen Tokio nicht an Kakuzuchi heran. Achso, ja stimmt, das Wort ist da. Ja. Hallo, Freunde. Hallo. Okay, die halten Kraft aus. Shit. Mudo. Nein. Das ist doch das... Können wir aufhören ständig? Rakukasha. Ja klar, Alter, noch die Verteidigung verstärken hier, Mistkerle. Höllenfeuer. Bei zufälligen Gegnern. 18 MP. Ja, mach einfach mal. Wir gehen eh raus. Oh, der eine war weg. Hatten wir im Baby gar nicht... Oh, Alter. Hat denn jetzt verdammt nochmal jeder Drecksgegner jetzt dieses Drachenauge? Ey, du wirst mich doch verarschen, oder? So kannst du natürlich auch ein Spiel schwerer machen, indem du einfach jedem dieses dämliche Attacke kippst und die dann einfach mal viermal angreifen darfst. Also ungefähr so. Alter, jetzt bin ich nicht gerade 2 Minuten im Spiel und ich bin schon wieder genervt, Alter. Vor allem jeder Penner hat irgendeine Todesattacke. Ich weiß, hier würde ich wahrscheinlich eher, ich würde mit Zauber eher weiterkommen, aber da müssen wir jetzt eh mal schauen. Möchte ich dieses Gebiet verlassen? Ja, möchte ich. Das ist bloß so die Frage, wie weit muss man laufen bis zum... Da ist das Ding gewesen. Shit. War da hier drin nicht eins? Ich glaube, hier drin war eins. Alter, wenn wir zurücklaufen müssen, dann egal, dann lade ich einfach nochmal und dann gehen wir wieder rein und machen dann... Warte mal, da war die Map. Das war doch ein Hauptporter, Teleporter, ne? Ja, Gott sei Dank. Amala Link. Wo gehen wir hin? Wir können nach Asakusa gehen, da gehen uns wenigstens keine Gegner auf den Sack. Wir porten jetzt einfach, porten, Alter. Opfern jetzt ein bisschen rum. Nein, wir werden jetzt nicht gemobbt. Ach, da steht ja der andere. Was geht ab, mein Freund? Nur wegen dir bin ich jetzt in einem dämlichen Turm. Wobei, wenn ich den Turm nicht machen würde, dann... würden sie mir wahrscheinlich auf den Sack gehen. Auf den Sack. Hello there. Oh, warte mal. Du nix mit Schatten. Du Kathedrale des Schattens. Das da ist Kathedrale des Schattens. Was ist die Kathedrale des Schattens? In die Kirche, welcome oder? To the Cathedral of Shadows, doch, Kathedrale des Schattens. Gather. All right. Kompedium registrieren. Are you sure? Oh. Are you sure? Oh. Are you sure? Oh. Frag nicht immer so doof. Fusionieren. Was haben wir jetzt da alles? Wir haben Engel dabei. Stimmt, den habe ich extra geholt. Zu cool? Der ist gut im Ausweichen, der Rest ist einfach nur Mist. Aber der Feuerboost wilde Klaue, Feueratem, Flügelstoß, Liftoma. Entzug Elektro, annulliert Licht, schwach gegen Eis. Der wäre interessant. Ortrus. Ortrus könnten wir uns eigentlich einfach wieder kaufen, ne? Und mit Principle, was können wir da anstellen? Mitsuchi. Bufula Mabufula Makakaja. Entzug Elektro, annulliert Eis und Dunkelheit. Schwach gegen Feuer. Warte mal, Succubus haben wir schon. Was können wir mit Succubus machen? Wir sind auf 38. Troll könnten wir bauen. Bauen, ja. Mitsuchi. Achso, das ist ja das. Mit Saro Taiko. Den müssten wir aber dann dieses Lichtelement lassen, weil sonst müsste ich mir den Mist ständig kaufen. Und was war jetzt mit Engel? Mit Ortrus, ne? Was ist ein Babt Kata? Ach, das ist der Rexvieh. Das können wir behalten. Was kann ich mit Arahabaki machen?
Beris. Oh ja, der ist stark, ne? Ein Zug Feuer annulliert Dunkelheit. Stärke körperlich, schwach Eis. Ja, Alter, gibt uns halt noch mehr Maragion. Oh, so ein Maragion, das war Feuer, ne? Alright. Wie viel Geld habe ich eigentlich? $43.000, das ist aber nicht viel. Ich muss mal kurz schauen, was ich verkaufen kann. Hello there. Mhm. Chakra-Tropfen. Ja, kein Wunder, dass der Mist so teuer ist. Wieder Räucherstäbe. Alter, warte mal, das tut dir. Oh ja, das tut die Vitalität erhöhen. Abwehrglocke, Lockflöte, Lichtball, Rauchball, Glücksticket. Warte mal, für Glückstickets habe ich eigentlich 5 erst. Ab 10, glaube ich, gab's. Magischer Spiegel. Die Magieangriffe einmalig. Ja, okay, ich habe eigentlich nichts wirklich, was ich verkaufen könnte. Ja, 1000 ist halt nix, ey. Ich krieg pro Kampf teilweise 300 oder 300 bis 500 oder so. Welcome to the Cathedral of Shadows. Ja, gut, die Kosten. Machen mal nach Level 16. Boah, das ist schon. Hololololo. Ja, Ortrus könnte man schon wegfusionieren. Was können wir mit Ortrus alles machen? Onknot. Ne, Onkot. Achso, das war der, ne? 14 Stärke. Speerlichtoma Feuerbooster. Rukasha Berserker Mann. Warum hat ein alter jemand Feuerboost, der nicht mal Feuer hat? Halt, warte mal. Das ist ja von meinem anderen. Ah, vergesst, was ich hier erzähle. Mittlerer Kraftschaden, Feuerboost. Naja, stimmt. Mein Ortrus hat ja auch nur das. Was war mit so cool? Ah, der war der da, ne? Ach Gott, ich Idiot hab vorhin die ganze Zeit die Dinger vorgelesen, die was ja vom anderen übernommen werden. Ja, der ist eigentlich. Der ist bloß fürs Ausweichen gut, der Rest ist eigentlich Grütze, ne? Machen wir mal nochmal. Was können wir mit Engel nochmal machen? Naga, Inkubus, Aeros. Zu cool. Achso, das war ja wieder der. Heligor. Ich dachte, da würde andere draus. Ach nee, das war ja dann mit. Was war mit Fomor? Troll. Troll hat hohe Vitalität dafür mittelmäßig. Alter, du kannst dem Troll nicht mittelmäßige Stärke geben. Mir ist klar, dass der viel aushält, aber der muss doch auch ziemlich stark sein eigentlich. Mabufula, Bufu, Speer, Sakukasha. Sukukasha. Boah. Wir machen hier kurz kurze Pause, damit ihr jetzt hier nicht eine halbe Stunde zuschauen müsst, wie ich überlege, was ich als hier rumfusioniere. Bis gleich. So, ich habe jetzt nur einen gemacht. Ich habe nicht gewusst, was ich mit den anderen anstellen soll, weil da war noch niemand dabei, wo ich unbedingt haben wollte. Oder Mitsuchi habe ich jetzt halt gemacht. Warte mal, Werte. Ja, der ist halt einigermaßen gute Magie, hat hohe Vitalität und ja, Mabufula und... Warte mal, was hat denn der eigentlich noch für Skills? Ist das eine? Makakasha hat Magieangriff bei der Gruppe. Jetzt hab ich das schon bitte. Warte mal. Und da lang. Okay, schauen wir mal. Ja, ich dachte mir jetzt, ach komm, scheißegal, Alter. Wir gehen jetzt in den verdammten Turm und radieren jetzt dann die Milo aus. Was natürlich wahrscheinlich nicht so laufen wird, wie ich es mir gerade vorstelle, aber. Nicht gleich mal falsch laufen. Erst mal ein paar Gegner machen. Ich habe mich wenigstens hochgeheilt und wir kommen eigentlich fast frisch erholt da rein. Bis auf die komischen Piepmetze hier. Die wir jetzt mal kurz ignorieren. Das Schlimme ist immer, du findest immer irgendeinen Fusionsdämon, den du nicht machen kannst, weil der immer ein Level da unter dir ist. Über dir. Das ist so nervig. Jedes Mal. Lass mich gerade, du heißt mich. Die Magd befindet sich im obersten Stockwerk. Sie sammelt mit ihren Kräften Magatsuchi. Ich verstehe halt bis heute nicht, warum die... Halt. Warum die eigentlich zusammenarbeiten, oder? Nee, die haben doch, glaube ich, irgendeinen Deal gehabt, ne? Anti-Stumm. Oh.
dass denn das Viech immer hier rumlaufen muss? Feuerarte. Oh, ja super, die saugt den Mist sogar auf, ey. Er hat wirklich mit dem ersten Kontakt und Gegner meinen Charakter, mein Viech gekillt. Das ist nicht denen ihr Ernst, oder? Warte mal, blockt Baphomet automatisch Magie? Alter, das ist doch ein Witz, das Spiel, ey. Boah! Alter! Ich meine, ich habe einen Haufen Auferstehungsperlen, aber wenn ich hier so viel mit Dingern rumschmeiße oder mal nutze, dann können wir, glaube ich, mit Lebenssteine reinschmeißen. Das ist doch einfach nur bescheuert. Orthros. Wollen wir mit Sushi mit? Ja, genau. Weil Baphomet ist ja eher unser Supporter. Der hatte eigentlich fast nichts mit Magie am Hut, außer die Support-Dinger, was ich eigentlich ziemlich bescheuert gemacht habe, aber hey. Passiert. Alter. Hier gibt's wieder jede Menge Ecken und. Gehen wir erstmal geradeaus. Wir bauen so einen Mist, ey. Hä? Du spürst eine starke Macht. Kaltherzige Frau. Just as Lord Hikawa predicted, it seems a rat has wandered in. I assume you are here for that woman, but we three sisters guard the obelisk. We are quite unlike that useless Osei. If you want her back, you must defeat us. Well, if you can get to us in the first place. Kagutsuchi repeats the process of birth and death. It will not wait for you. Now, come. Okay. Die Frauen sind verschwunden. Ist das weg? Okay, ich kann trotzdem hochfahren. Oh, hey! Scheiße, der war gegen... War der gegen Angriffe normale? Nee, war er nicht. Weg mit dir. Oh! Ach, ich hätte jetzt wenigstens sterben können. Was soll denn das? Und ihr müsstet doch langsam jetzt mal... Hat sich dieses Memo nicht rumgesprochen, dass ihr... Top wird von den Mäuren bewacht. Also tatsächlich die Mäuren. Solange sie hier sind, wirst du nicht einmal einen Blick auf die Markt erhaschen. Alter, das ist ein riesiger Turm. Ich habe nicht erwartet, dass ich die sofort erwische. Baphomet? Makakaja. Wird dir nicht viel bringen, mein Freund. Alter, wie der klingt beim Draufgehen. Alles klar, kennt ihr das Buch, der Weg war umsonst? Okay, das wird lustig hier. Ich bin froh, dass die Gegner mittlerweile eigentlich einigermaßen eher easy sind. Bisher. Aber das wird wieder halt darauf auf Ausdauer hinauslaufen. Wie lange halte ich mit meiner Magie durch? Und wie viele neue Gegner können sie ran schaffen, um mir auf den Senkel zu gehen? Ja, passt schon. Die nächste Runde überlebst du ihn. Wow. Mehr
Mehr Vitalität? Alter, es gibt nur 6 Vitalität dazu. Mehr Stärke. Mehr Stärke, immer gut. Draufhauen. Für Magie habe ich andere. Bis ich mich später dafür wahrscheinlich hasse oder so. Oh oh. Das ist nicht geil. Ich will aber auch keine Magie einsetzen. Ach scheiße, warte mal, ist der gegen... Okay, Schwäche. Aber draufhauen blockt er halt komplett, ne? Das passt mir gerade gar nicht, Mabufula bei allen Gegnern. Ah, fuck, stimmt, das Ding würde Eis blocken. So viel Zeug benutzen für die zwei paar Gegner. Und dann krieg ich halt fast nichts dafür. Also von denen hauen wir jetzt in Zukunft ab. Die sind einfach nur Müll. Moiren haben Geräte installiert, um Eindringlinge aufzuhalten. Du musst den Strom der Zeit kontrollieren, was das heißt. Das wirst du schon bald herausfinden. Keine Ahnung. Kraftwerk. Strom der Zeit. Haha. Du musst die leuchtenden Kugeln berühren und die Zeit kontrollieren, um das Gerät zu deaktivieren. Aber wenn du dir dabei zu viel Zeit lässt, zerbröckelt der Boden unter deinen Füßen. Böses Gerät, typisch für die Moiren. Welcher Boden? Ja klar, Alter. Jetzt ist er überall mit Nightmish hier im elenden Mistkerle. Da oben ist eine... Nee, das ist bloß eine Kiste. Ich habe den Glauben, dass ich jetzt da umsonst komplett drauflaufe. Nur dann komplett nochmal zurückzulaufen und unten die anderen zwei Gänge zu nehmen. Ja, ihr nervt eigentlich auch, aber ich kann nicht wenigstens einfach so klappen machen. Jetzt mal damit aufhören, irgendwelche Verteidigungen zu verstärken, das ist nicht in Ordnung. Ihr haltet eh schon zu viel aus, weil ihr gegen Kraft seid. Ich hasse dich so sehr, ey. Alter. Warum muss denn immer irgendwer Mudo können, ey? Ich weiß, es ist immer dasselbe, der Wulster Mudo macht, aber trotzdem. Schwein, ich gebe nur 315 EP, das ist halt nix. Oh. Ist eine leuchtende Kugel, berührst du sie? Ja. Die Atmosphäre um dich hat sich verändert. Die Zeit ist schnell vergangen. Darf der Kabukutsuchi da nicht voll werden oder was? Was waren die anderen zwei Gänge, Alter? Ihr macht mich gerade fertig. Ich will doch bloß wissen, was das war. Ich meine, ich kann jetzt schlecht wieder komplett zurücklatschen. Warum müssen halt so viele Viecher mit Magiedingern rumrennen? Oh, zwei Chakra-Tropfen. Ja, nicht schlecht. Könnt ihr mal aufhören, jetzt ständig Arawakis herzuschmeißen? Ich würde erstens gerne ein paar Erfahrungspunkte machen und keine, die wo ich ständig Magie verbrauche dabei. Weißt du, die sind einmal dabei und dann schmeißt man sie natürlich ständig in die Arena. Wie können wir den Leuten bewusst auf den Senkel gehen? Ey, ihr könnt doch nicht alle... Wir machen keine Kämpfe mehr, ne? Oh, Speicherpunkt. Ich meine, ich habe einen Haufen Viecher dabei, das ist mir schon klar, aber... ups.
Okay, hier laufe ich dann. Da wieder hoch. Das geht jetzt wirklich nur zu dem Ding, oder was? Oh, shit. Illigo ist auch... nee, nicht Illigo. Das ist jetzt... Wer das? Ah, ich habe zwei Eisfuzis dabei. Nicht geil. Oh. Alter, der überlebt es? Ist der denn jetzt schwach gegen Eis? Ja. Normale Einzelangriffe setze ich gern ein, aber... Alles andere kostet mir zu viel Zeit. Zu viel Magie. Boah, jetzt komme ich da nicht weiter. Ja, warte mal, dann über kann ich nur. Marakion. Zwei haben Energie bekommen, zwei sind verletzt worden. Hä? Nee, einer ist bloß verletzt worden. Also die übertreiben schon ein bisschen jetzt mit den Zufallskämpfen jetzt hier in dem Turm. Man, du kannst keine 5 Meter laufen, ohne dass die auftauchen. Tu mit einem dämlichen Hellenfeuer, Alter. Nervt sie mal nicht rum. Granat. Ist das Ding kleiner? Dekaja-Stein. Schauen wir doch mal, was das ist. Oh, ich komme zu dem Geist gar nicht. Zu dem Geist wäre ich dann in die andere Richtung gekommen, ne? Der hat mir bestimmt irgendwas verraten, aber jetzt diesen ganzen Weg wieder zurück zum Larsch. Warte mal, wie komme ich auf, der anderen Seite hin? Shit. Oh. Magieangriff verstärken finde ich nicht gut. Alter, nein! Oh oh. Hä? Hat er nicht eigentlich 5 Angriffe ausgehalten? Wo ging es da links hin? Da geht's in eine Sackgasse, ne? Oh, Alter, was ist denn hier los? Wollt ihr mich veräppeln? Hier sind massenweise Gegner, aber ohne Ende. Das sind echt keine 10 Sekunden, ohne dass du deinen Gegner einrennst. Ich meine, wie weit bin ich jetzt gekommen? Bis zur Treppe hoch? Von der Treppe wieder runter ein bisschen und das war's dann. Ich meine, das unten ist gelb, immer noch gelb. Sackgasse, ich hab's mir noch gedacht und ich gehe trotzdem hin. Jetzt war das wahrscheinlich bis unten rotes. Ja. Ausnahmsweise scheint es zu warten, bis unten rotes. Aber gerade eben war es halt echt, Alter. Ja. Oh, Succubusse. Weg mit euch. Ah, shit, ja, den Mist können die auch. Sehr gut, Ortrus. Wenigstens einer ist hier loyal. Tsuchi verhält sich merkwürdig. Achso, ja. Passt schon, der kann sich so merkwürdig verhalten, wie er will.
Links oder rechts? Oder beides? Ach komm, wir gehen rechts. Immer rechts rum. Und dann wieder links rum. Was ist denn das? Ist der Gegner jetzt durchs Feld ausgelöst worden? Ich glaube, ne? Ich finde dieses Verhältnis von den Erfahrungspunkten immer schlimm. Entzugs. Normale Angriffe entziehen TP. Kann Panik. Ach komm. Five of Panik. Oh, das sind Mini-Fahrstühle. Wow, und dann bekommen wir eine Heilperle. Danke für nichts. Jetzt mal ernsthaft, wir machten. Oh, Alter, die ganzen Steinchen sind ja alle vollgeschrieben mit irgendwelchen Texten. Wer macht denn sowas? Das war irgendwie langweilig oder so. Ja, ihr könnt mit Magie um euch schmeißen, ihr Säcke. Ihr müsst ja auch nicht aufpassen, ihr seid einfach nur tot. Müsste einen Arabaki mit Feuer annullieren oder Boost, nein, mit Boost, Feuer annullieren oder irgend sowas aus leveln. Jetzt fahren sie langsam alles auf, was sie finden, oder? Ah, nicht diese böse Blick auch noch. Koralle. Warum hat haben solche Viecher Korallen dabei? Hoch oder runter, hoch oder runter, hoch. Wo führt ihr das unten hin? Aber Alter, hier ist schon wieder ein Speicherplatz. Zwölf Energie fürs Zuhauen, das ist nicht schlecht. Ich meine, 12 ist besser wie gar nichts, weil wenn du bloß 50 abgezogen kriegst oder so, ist es mit ein paar Dingen ist das schnell gemacht. Wie viel Zeug kommt denn da noch in dem Turm, ey, boah. Ich meine, ich habe doch keine von diesen Schwestern getroffen. Ja, und ich dachte es mir schon, ich komme da nicht rüber. Ah, ich muss da wirklich unten rum. Ging's wirklich bloß zum Speicherplatz, naja, besser wie gar nichts. Bis auf, dass mir das mit den Gegnern gerade ein bisschen auf den Senkel geht, wenn ich ehrlich bin. Es war ja sonst immer schon eigentlich viel. Das ist ja, boah. Weißt du, da kommt halt der Mist noch dazu. Oh, der eine zieht Feuer. Ach, der ist eingefroren, man hat's bloß nicht gesehen. Oder jedenfalls nicht gescheit. Was? Wo ist dein Drachenauge? Alter! Okay. Ihr wollt mich gerade verarschen, oder? Irgendwas läuft doch hier gerade gewaltig schief. Ah, warte, der hat Mazanma, sehe ich, habe ich gerade gesehen. Verdammt. Ah, shit, der ist ja gegen Eis.
Das zieht ja nichts ab. Mazanma, mittlerer Kraftschaden. Ne, Kraft tut er ja auch ab. Ja, da bleibt ja nur Feueratem. Warte, warum hat jetzt der. Mazanma, aue. Ach, das ist auch schon wieder Kraftschaden. Steinblick, mal Ufer, Tarunda, Fokus, Ausfall. Wenn ich jetzt übergebe, dann ist das weg, ne? Ja, ach ja, dann mach halt einfach. Okay, ich fühle mich langsam verarscht. Feueratem brauche ich nicht machen, aber das. Ne, Mazanma wäre dann eigentlich auch Schwachsinn, ne? Ja, es zieht aber mehr ab als ein normaler Angriff. Viermal nacheinander, wollt ihr mich verarschen? Ich rede noch gerade drüber, dass zu viele Feinde kommen und was macht man dann? Man haut noch mehr Feinde rein. Ich habe fucking 1681 Erfahrungspunkte nur bekommen. Für vier Kämpfe nacheinander. Oder waren es drei? Ich glaube, es waren vier. Aber 1600 ist nicht viel. Ich meine, drei Succubus alleine geben 600. Ich mecke heute schon wieder zu viel, das ist mir schon bewusst.